Aloha und weiter im Text mit Bioshock. Wir sind in den Wohnungsanlagen und sind hier in einem... Was bin ich? Eine Frau? Wo bist du denn? Naja, gehen wir mal hier lang. Ja. Bei deiner Meinung. Ach, das kommt, glaube ich, von da oben. Ich ignoriere das einfach mal. Wow! Ey! Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. 5744, okay. Oh, da ist eine Kontaktmine. Habe ich eigentlich? Ja, ich habe schon alle Little Sisters gerettet. Also muss ich mir darum keine Gedanken machen. Hier ist... Okay. Tannenbaum. Hier hat Tannenbaum gewohnt. Kommt man da nicht rein? Würde mich mal interessieren, wie es bei ihr zu Hause aussieht. Steht kein Name? Ach, das war das hier. Ja. Okay. Okay, die habe ich schon durchsucht. Und die habe ich schon kaputt gemacht. Beziehungsweise die war bestimmt schon kaputt. Und hier ist wieder Tannenbaum. Ist das eigentlich meine Kamera, die hier so einen Lärm macht? Ich hoffe einfach mal. Ja, das ist meine. Aber die ist schon fast kaputt. Finde ich nicht gut. Aha. Sehr schön, meiner. Es hatte mal jemand in einen Kommentar geschrieben, dass ich doch bei den... beim Hacken zuerst alle Platten aufdecken soll. Da muss ich leider sagen, dass das praktisch unmöglich ist, weil ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad fließt die Flüssigkeit so schnell, dass man da gar keine Gelegenheit zu hat. Oh, jetzt wäre ich da beinahe reingelaufen. Aber ich doch nicht. Wer jubelt denn da? Ach so. Cohen. Was? Das ist Cohens Zuhause? Und da tanzen zwei... Oh, eine tote Katze. Oh. Cool. Hauptsache Alkohol in der Küche, wa? Aber die Musik ist schön.
Schauen wir uns erstmal um. Die scheinen uns ja in Ruhe zu lassen. Oh, hier glitzert's. Ah! Gott! Mich erschrocken. Da sind da schon zwei, die so schön tanzen und dann wird man hier einfach erschreckt. Der ist ungemein witzig. Ja, er ist witzig, aber seine Frau hat zugenommen. Okay. Laden wir mal nach bei der Gelegenheit. Leute, hier brennt's, ne? Ihr? Wie ich sehe, probierst du immer noch deine Flügel aus, kleiner Monster. Bleib da und genieß die Show, wenn du willst. Aber bring sie mir ja nicht aus dem Rhythmus. Was dann? Was passiert, wenn ich sie aus dem Rhythmus bringe? Ah, ich hätte sie vielleicht vorher erschießen sollen. Ups. Wow. Das war sehr dumm, was ich getan habe. Hä? Was machst du? Was machst du? Warum tust du das? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Hallo. Hä? Was zur Hölle? Warum hat der gerade meine ganze Munition verschossen? Aua! Hä? Bin ich gerade in eine... Ich bin gerade in eine Mine gelaufen, oder? Oh, wie dumm. Oh, Bandagen. Könnte ich gut gebrauchen. Ja, hier lag noch eine Mine. Verbandskasten. Okay. So. Culpepper? Wer ist das denn? Anna Culpepper? Wer soll das denn sein? Oh oh. Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halbfertig gestrickte Decke neben ihrem Bett. Sie war sehr schön. Schwarz und rot. Wirklich schön. Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende stricken kann. Sodass sie irgendjemandem von Nutzen sein kann. Ich hielt es für falsch, dieses Ding dort liegen zu lassen. So ganz allein. Hast du mal auf mich zu schießen, du olle Schabracker? Bis eben hast du mich noch gar nicht gesehen. Mist, ey. Du hast mich nicht gesehen. Hä, wieso habe ich denn jetzt nur noch MG... Ah, schön. Hä? Yeah.
Warum habe ich eigentlich keinen Dings mehr? Wow. Doch, habe ich. Oh, und ich habe mein... Ah! Ich habe schon alle Verbandskästen verbraucht. So, jetzt reicht's mir hier mit euch. Oh, scheiße. Kannst du das ausmachen? Nee. Wow, standhaft. Ich habe so viel Munition gerade verschwendet. Ein Bett. Ein einzelnes Bett. Wow. Wow. Gott. Ach, oh Mann, ey, habe ich mich gerade erschrocken. Hocke ich? Jetzt hocke ich. So, da leuchtet was. Okay. Mann, oh. Ich bin mal so frei. So, das müsste jetzt sämtliches Pleister, die hier mal waren, aufgeschreckt haben. Hast du das Wasser zu lange laufen lassen? Ich weiß schon, was ich mache, wenn ich hier raus bin. Verbandskästen kaufen. Okay. So, was gibt's denn hier? Ah! Nehmen wir halt einen nur mit. Da ist nichts drin. Die gehen nicht auf. Gut. Finde ich gut. Der Nebel hier gefällt mir gar nicht. Okay. Ah, da. Ist noch ein Verbandskasten. Ein Glück. Aber den Ofen kann man aufmachen. Gut, da ist nichts drin. Okay. Gehen wir hier wieder raus. Oh, hier sind Fotos. Okay. Okay. Mhm. Ignorieren. Oh, nur ein Big Daddy. Nur ein Big Daddy. Alles ist gut. So. Ich wollte Verbandskästen. Und ich wollte nochmal dahin, wo die komischen Splicer waren. Bei Sander Cohen zu Hause. Hier, Cohen. Oh, die tanzen gar nicht mehr. Wo seid ihr? Ah, hinter mir. Ah. Uncool. Okay. Ich komme runter und lehre dich tanzen. Okay.
Was wollen wir denn ihm entgegensetzen? Ein Winterblast? So, du kommst runter? Dann komm. Komm doch. Komm doch. Cohen, aber den sehen wir uns erst in der nächsten Folge an. Au revoir.